Leute, ich melde mich zurück mit einem neuen Ich nehme euch mit, natürlich. Ist lange nichts mehr gekommen. Tut mir auch mega leid und so, aber ich bin ja wieder da. Und zwar, wie ihr seht, bin ich nicht zu Hause, sondern in einem Hotelzimmer. Dann hätte ich jetzt Snapchat, würde ich hier so einen coolen Filter drauf sliden und dann wüsstet ihr, wo ich bin. Aber ich sag's euch mal, das ist ja kein Snapchat. Wir sind in Berlin und zwar eine Woche. Es werden ganz viele Songs aufgenommen, ganz viel im Studio und es wird mega cool und ich freue mich schon richtig, richtig doll. Und ihr werdet das alles mitnehmen, mitnehmen, alles? Ihr werdet das alles, ihr werdet das alles mitbekommen, natürlich. Und heute ist Day One, wir sind heute angekommen, heute ist Sonntag. Morgen geht's erst los, dann eine Woche richtig durcharbeiten, Tag und Nacht und immer. Und dann wird was richtig Cooles entstehen und ihr seid natürlich am Start. Also, viel Spaß! Für Tag 1 gibt's erstmal nicht viel zu sagen. Wir sind ja erstmal nur angekommen, uninteressant, ausgepackt, hingelegt, was gegessen, was getrunken. Das heißt, wir sehen uns in, weiß ich nicht, 10 Stunden, 12 Stunden, irgendwie so. Aber es sind für euch ja keine 10 Stunden, sondern nur ein paar Sekunden. Also sehen wir uns wieder in 3, 2, 1. Da bin ich schon wieder. Für euch ein paar Sekunden oder nur eine Sekunde und für mich ein paar Stunden. Wir haben jetzt Montag und heute geht's richtig los mit der Studioarbeit. Wir haben jetzt ungefähr so 10 Uhr rum und um 11 Uhr geht's los. Ich freue mich schon mega, es wird bestimmt richtig cool. Los geht's. So, den Weg ins Studio habe ich euch jetzt nicht gefilmt, aber wir sind jetzt im Studio. Und jetzt wird erstmal ein bisschen gelobbert und alles besprochen und meine Gitarre steht auch schon da und dann geht's gleich los. Ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit und es ist ein Studio mit Fenster. Wisst ihr, wie selten das ist, ein Fenster im Studio? Mega selten, es ist mega schön und wir sehen uns. Jetzt geht's hier los in den Aufnahmeraum. Rein in die gute Stube. Tür zu. Wird hier gleich aufgenommen, richtig Musik gemacht. alles aufgebaut, Kopfhörer reingesteckt und dann geht hier die Party. Da werde ich gleich vorstehen. Das ist the best. No. Was laber ich für einen Schrott? Ich habe natürlich kein Stativ mit. Ganz schlau gemacht. Und direkt beides gleichzeitig oder erst können nur die Gitarre? Machen, ja. Aber ich glaube, das ist für mich besser, erst die Gitarre alleine zu machen. Können wir gerne machen, das ist kein Problem. Das ist nicht so schlimm. Ich habe natürlich trotzdem auch ein Gitarrensignal auf der Stimme halt so, weil die sitzt ja ziemlich nah beieinander, also ja. Ein bisschen höre ich dich auch schraddeln trotzdem. Aber deswegen können wir das gerne auch so machen, dann haben wir wirklich alles separat. Halt okay. Ich habe übrigens keine Schuhe an. Ist bequemer. So. Oh, ich sehe auch gut aus. So, der erste Song ist jetzt im Grundgerüst eingespielt. Da werden wir gleich noch ein bisschen dran feilen. Und hier ist The Master, der hier das Ganze auf der anderen Seite der Scheibe macht. Hier der Master. Ich habe Feuer gemacht. Und genau. Und jetzt, Leute, das Wichtigste überhaupt, wir gehen was essen. Wir haben heute Schmamava gegessen. Falafel. Nein. Falafel. Nein, nein, Falafel kommt morgen. Falafel. Nein, Schwawama. Schwawama. Wie heißt das denn? Schwawama, Alter. Wie heißt das? Scharwarma. Schwa. Auf jeden Fall mit viel Knoblauch.
Shawarma. Shawarma haben wir heute gegessen. Beim Libanesen, das war sehr lecker. Also, libanesischer Döner mit, bloß mit Hähnchenfleisch. Wenn ihr mal die Chance habt, Shawarma zu essen, macht es. Das schmeckt gut. Shawarma. Okay, wir sehen uns gleich. Antwort. Yeah. Here we go again. Ja, filmen Sie mich. Mach ich. Hallo. Wie lange fährst du jetzt noch nach Hause? 3 Stunden. Und du wohnst in Berlin, ja? Ja, ist noch Berlin. Das ist halt die letzte Ecke. Falafel, guck mal. Da ist er wieder, der Falafel. Falafel. Morgen gehen wir mal zu Alibaba. Falafel.